5 Fakten zum ersten Spieltag der Ligue 1. Paris Saint-Germain wurde 4-mal in Folge Meister und ist auch in diesem Jahr der große Favorit. Rekordhalter ist Olympique Lyon mit 7 Meisterschaften am Stück. Der AS Monaco startet gegen den Lieblingsgegner in die Saison. In 10 Spielen gegen Guingamp gab es keine Niederlage bei 8 Siegen. Saint-Étienne's Trainer Christophe Galtier ist seit Dezember 2009 im Amt. Kein Coach in der Ligue 1 trainiert seinen Club länger. Seit 2000 beendete Lyon 11-mal eine Spielzeit mindestens als Zweiter. Der von Swansea an Marseille ausgeliehene Bafétimbi Gomez hat bereits 102 Treffer in der Ligue 1 erzielt. Mehr als jeder aktuelle Profi in Frankreichs Elite-Liga.